Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Care Energy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Heute mal wieder auf der Straße unterwegs, denn es gibt mal wieder eine Energiewende-Demo in Berlin. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum eigentlich? Angie hat gerade wieder zu einem großen Gipfel ins Kanzleramt eingeladen. Es geht um eine EEG-Novelle, ist doch alles wunderbar. Der Klimagipfel ist doch mit tollen Ergebnissen irgendwie zu Ende gegangen. Und ich glaube, Wolle Schäuble befasst sich jetzt auch mit Ökostrom. Also eigentlich alles tipptopp, oder? Ich frage auf jeden Fall mal nach, warum die ganzen Leute sich hier versammelt haben und gleich zum Brandenburger Tor ziehen. So, ich stehe jetzt hier neben dem Mann mit dem Drachen. Was soll das Ganze hier? Ja, richtig. Im Prinzip soll das symbolisch darstellen wie Gabriels Rache. Die Windenergieanlage, das gehört noch mit zu uns. Aufrisst, ja, letzten Endes das. Ja. Verschlingt Aufschluss. Wir in Schleswig-Holstein haben nicht mehr die Möglichkeiten, so die Windenergieanlage gerade in der Bürgerbeteiligung zu betreiben. Richtig. Und wir haben das Gefühl, dass die Bürgerbeteiligung verloren geht bei der ganzen Geschichte, gerade im Thema Ausschreibung. Und deswegen stehen wir hier. Und der Drache ist im Prinzip Gabriel, der die Windenergie... ja, frisst. Ja. Und du bist auch beteiligt an der Windanlage? Nee, selber gar nicht. Also es ist im Prinzip mein erster Arbeitgeber. Ich arbeite für die Firma Energie des Nordens. Ja, und da Thema auch natürlich Windenergie. Richtig. Alles klar, dann viel Erfolg heute. Ja, danke. Ja. Hallo Demo! Ich bin hier, um die Energiewende zu verteidigen, weil wir merken, dass die nicht mehr fortgeführt werden sollen. Und vor allen Dingen die Akteursvielfalt, also sprich die Bürgerbeteiligung, die soll vernichtet werden. Ich habe den Eindruck, dass hier Minister Gabriel das wieder so möchte, dass alles zurück zu den Großkonzernen kommt. Und das wollen wir verhindern, denn wir haben Spaß an der Energiewende. Und die Leute, die hier alle mit grünen Kappen laufen, die sind beteiligt an Bürgerwindparks, oben aus Nordfriesland. Und wir finden das unheimlich toll, Windkraftanlagen zu bauen, Solaranlagen zu bauen, auch Biogasanlagen zu bauen, weil wir wollen auch Klimaschutz machen, aber wir wollen auch Wertschöpfung in der Region betreiben. Und wir haben gemerkt, dass es unseren Gemeinden viel besser geht, wenn wir ein bisschen Wertschöpfung betreiben, indem wir den Mittelstand fördern. Und jetzt haben wir den Eindruck, das soll vernichtet werden, soll zurückgeschraubt werden, wir sollen behindert werden, man will uns eigentlich weghaben. Und das wollen wir doch nicht so kampflos hinnehmen. Deswegen sind wir heute hier. Und das ist ja nicht nur heute, wir haben ja auch schon die Warnminute gemacht. Und davor haben wir alle auf den Landeshauptstädten schon mal eine kleine Demo gemacht. Und wir werden auch nicht nachlassen, denke ich. Das wird heute sicher nicht das Letzte sein. Aber ich denke, haben wir auch schon gestern gesehen, dass da kleine Stellschrauben zum Positiven statt 2500 Megawatt 2800. Unser Ziel ist natürlich 4.500 oder anders gesagt Energiewende zu 100% in kürzester Zeit auf allen Sektoren. Ja, wenn man so die Zeitung liest, hat man ja eigentlich den Eindruck, es läuft alles tipptopp mit der Energiewende. Angela Merkel lädt ein ins Kanzleramt, Klimagipfel erfolgreich. Ist doch eigentlich alles super, oder nicht? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Weil die Stellschrauben, die jetzt gedreht werden, vor allem jetzt die Novellierung des EEGs, bewirkt ja genau das Gegenteil. Es wird ein bisschen Offshore gemacht und so an Land, Onshore-Windkraftanlagen wird vielleicht total zurückgeschraubt. Das kommt ja die Ausschreibung auch, was verhindert, dass Bürger sich überhaupt noch beteiligen, weil ein Bürger, der sich beteiligt, der will Sicherheit haben. Der will wissen, wenn er jetzt sein Geld gibt, wie hoch ist die Verzinsung, wann kommt da Rückführung und so. Der will Planungssicherheit und das haben wir jetzt nicht mehr dann, wenn das alles so kommt, wie sie es verabschieden wollen. Und deswegen, also es war auch so schön alles auf dem Weg. Wir hatten auch, also war ja nicht schlecht. Wir konnten bauen, wir haben auch Geld verdient, aber ich denke immer, das ist auch nicht verwerflich, denn dadurch zahlen wir ja auch Steuern und wir, vor allen Dingen der ländliche Raum, der bleibt ja auch lebenswert. Also die Leute bleiben bei uns. Nordfriesland zum Beispiel hat ganz geringe Arbeitslosigkeit und die jungen Leute bleiben da, die wandern nicht ab. Wenn die Bürger beteiligt sind, dann haben wir nicht den Stress in der Region, dann haben wir Akzeptanz
weil wir haben gerade vor einem halben Jahr Einwohnerversammlung gehabt. 96% sind dafür, dass wir weitere wühlen. Also auf jeden Fall versuchen, das zu machen. Also Energiewende bringt auch Spaß. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieser Spaß soll zunichte. Das soll wieder dahin, so zu den großen Konzernen, Vattenfall, NWW, und die sollen das Geschäftsfeld haben. Und das finden wir nicht gut. Ich finde eher, die Großkonzerne haben ihre Zeit gehabt und jetzt sind eben die Bürger dran. Sehr gut. Da bin ich auf jeden Fall einverstanden und würde sagen, heute haben wir erstmal Spaß auf der Demo, oder? Danke. Viel Spaß. Auch, ja. Danke. Junger Mann, warum sind Sie denn hier, anstatt schön in der Sonne zu sitzen und Kaffee zu trinken bei dem schönen Wetter? Na, ich denke, ich habe nicht umsonst 30 Jahre gearbeitet, intensiv gearbeitet dafür, dass man endlich erkennt, erneuerbare Energien sind notwendig und können die fossilen und die atomaren Energien vollständig ersetzen. Und nun kommt der Gabriel und macht das kaputt. Und da demonstriere ich dagegen. Das finde ich ja schon mal eine sehr gute Sache. Inwieweit sind Sie denn engagiert für erneuerbare Energien oder waren es und sind es? Ich bin ehrenamtlicher Geschäftsführer im Solarenergieförderverein Deutschland. Der hat seine Geschäftsstelle in Aachen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bundesweit, auch mit anderen Vereinen gemeinsam, die Energiewende nicht nur zu retten, sondern zu beschleunigen. Und da haben wir immer wieder neue Ideen, die können Sie auf unserer Internetseite nachlesen. Ja. Und was wäre denn jetzt das Ziel? Also mit welchem Ziel sind Sie hierher gekommen heute nach Berlin? Ich bin mit dem Ziel hergekommen. Ich glaube nicht, dass Gabriel und Merkel sich abbringen lassen von ihrem Plan. Aber ich denke, wir haben auch im nächsten Jahr noch Wahlen. Und damit die Bevölkerung sieht, dass sie nicht, wenn sie sich Solar- und Windenergie wünschen, alleine stehen. Dafür sind wir hier zum Demonstrieren und damit die dann beim nächsten Mal wissen, wer den Unfug macht und wer die guten Pläne hat. Ich glaube, Sie haben auf jeden Fall einen sehr guten Plan. Schönen Dank. So, wir stehen jetzt hier vor einer sehr besonderen Gruppe, die sagen, Biogas kann es unverzichtbar für die Energiewende. Ich glaube, hier geht es um Biogas. Sie haben auch hiermit zu tun, oder? Natürlich. Wir sind natürlich jetzt vom Fachverband Biogas sehr bestrebt, die Energiewende weiterzuführen. Wir sind seit 1996 tätig im Bereich Biogas und das kann doch jetzt nicht aufhören. Und das sehen wir so, dass das jetzt so mit der derzeitigen Konstellation einfach abgewürgt wird. Es gibt zwar jetzt erste Anzeichen durch den Minister und durch Seehofer und Frau Bundeskanzlerin, dass da eine Einigung gibt und dass das vielleicht doch nochmal die Branche erhalten bleibt, weil gerade im speziellen Bereich Biogas ist halt sehr kompakt. Wir können sehr vieles, Strom, Wärme, Treibstoff machen und natürlich auch, so wie es wir oder viele meiner Berufskollegen machen, flexible Energie fahren. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, können wir diese Lücke füllen und das funktioniert gut. Ist natürlich etwas teurer als der reine Windstrom, das ist auch klar. Aber wir können heute es ausgleichen und gerade jetzt, wir sind ja großteils auch aus Bayern, Baden-Württemberg, im Süden von Deutschland, wo hier die Stromtrassen ja noch nicht so sind. Und ich denke mal, so sind wir eine vernünftige und sinnvolle Alternative und das wollen wir heute nochmal demonstrieren oder dafür eintreten, dass diese Energiewende nicht abrupt abbricht, sondern weitergeführt wird im Sinne und zum Wohle aller deutschen Bürger. Mit welchen konkreten Forderungen sind Sie denn jetzt hier nach Berlin gekommen zu der Demo heute? Ja gut, der Forderungskatalog ist natürlich sehr umfänglich, aber die Kernpunkte einfach, dass ein wirtschaftliches Auskommen für Neuanlagen und vor allem natürlich für die bestehenden Anlagen da ist. Der Punkt ist der, dass für viele jetzt die Vergütung dann, der Vergütungszeitraum ausläuft und da müssen diese Anlagen schließen. Und wir würden gerne weiter eben zu Diensten stehen und da müssen halt die Rahmenbedingungen so sein, dass es ein wirtschaftliches Auskommen ist. Um das geht es uns heute und das wollen wir auch versuchen in die Politik reinzutragen. Raus aus unserem Strom! So, jetzt steht hier Vanessa neben mir und du bist Energiewenderetter. Wieso? Weil es eine wichtige Sache ist und weil wir uns für erneuerbare Energien einfach einsetzen müssen und einfach mal weg davon kommen müssen, von Kohle und Atomen. Das ist super wichtig. Es geht auch hier um folgende Generationen und ich kann ehrlicherweise nicht ganz verstehen, wieso die Politik hier eine absolute Kehrtwende macht.
Was tust du denn konkret für die Energiewende? Ich meine, du hast ein T-Shirt an, also was passiert? Also zum einen habe ich mir gezielt ein Berufsfeld ausgesucht, das mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Ich arbeite bei der Boreas Energie GmbH, das ist ein Projektierer von Windenergieanlagen. Und zum zweiten engagiere ich mich einfach auch privat dafür. Also ich habe in der Lausitz studiert, ich kenne die Problematik mit Kohlebau und Vattenfall. Und das kam vom Studium schon einfach, dass ich mich da engagiert habe, bei Demonstrationen war. Genau. Und was sind deine konkreten Hoffnungen so für heute, für den Tag, außer dass die Sonne hält? Na, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Stimmung machen können, dass wir zeigen können, dass hier auch Überzeugungstäter dahinterstehen und einfach für eine gute Sache einstehen. Und vielleicht können wir die Politik ein bisschen bewegen, dass sie ihre ganzen geplanten Änderungen noch mal ein bisschen überdenkt oder anpasst und nicht so hart vorgeht. Wünsche dir einen schönen Tag. Viel Erfolg. Danke. Und ohne diesen Kampf, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es keine Lösung für diesen Atomschrott gibt, ohne diesen Kampf wären wir mit den Alternativen in Erneuerbaren auch nicht so weit gekommen. Ich habe jetzt jemanden getroffen, der ist mit dem Auto vorgefahren. Wie kommt's? Naja, ich fahre ja seit 25 Jahren elektrisch und das natürlich mit erneuerbaren Energien oder mit Strom auf Sonne, Wind und Sonne. Ne? Und das ist für uns natürlich eine Pflichtübung, bei so einer Sache dabei zu sein, weil 100% erneuerbare Energien brauchen wir auch in der Verkehrswende. Und was sind deine konkreten Forderungen heute hier? Eine Energiewende funktioniert nur mit einer Verkehrswende. In dem Verkehr haben wir nach wie vor steigende Emissionen von den Dieselabgasen, Stickoxidemissionen, Dieselgate als Stichwort zusammengefasst, mal ganz zu schweigen. Und Tatsache ist, dass man heute die meisten Fahrten elektrisch machen kann. Und mit elektrischen Antriebssystemen kann man sofort ohne große Wirkungsgradverluste erneuerbare Energien verwenden. Also Solarcarport, Autoladen, so als das klassische Sinnbild. Wie steht es dann eigentlich um die Elektromobilität? Man hat ja den Eindruck, es sieht eigentlich ganz gut aus. VW hat jetzt sogar gesagt, wir bauen eine riesen Batteriefabrik und so weiter. Also eigentlich alles in der Spur, oder nicht? Naja, ich sag mal, die nationale Plattform Elektromobilität hat sich im Jahre 2010 gegründet. Jetzt ist 6 Jahre vergangen und jetzt will man Plug-in-Fahrzeuge sozusagen fördern. Dafür ist diese Kaufprämie relativ maßgeschneidert. Für Elektrofahrzeuge 4.000 Euro deckt nicht den normalen Kaufpreis ab. Also das ist ganz nett. Und wenn VW jetzt sagt, sie wollen eine große Batteriefabrik bauen, Elon Musk hat diese Planung vor 10 Jahren begonnen und hat sich die Rohstoffquellen gesichert. Batterien bauen heißt Lithium zu beziehen, heißt höchst Reinraumräume zu haben. Und das sind alles Technologien, die VW erstmal noch nicht so drauf hat, behaupte ich mal. Aber gerne. Also wir freuen uns über jeden, der an diesem Wettbewerb teilnimmt. Ja, wünsche dir eine gute Fahrt zum Hamburger Tor. Ja, okay. Ohne die Energie und die Erneuerbaren hätte es den Atomausstieg 2011 nie gegeben. Wir gehören zusammen und wir brauchen einander. Der Volle von So, wir sind jetzt auf dem Wagen von SolarWorld und mit welcher Mission seid ihr hier aufgelaufen? Ja, wir wollen die ganze Solarbranche vertreten. Das sind ja noch viel mehr als nur SolarWorld. Und wir arbeiten hier seit über 10 Jahren daran, diese Technologie nach vorne zu bringen. Wir sind Vorreiter für Solartechnologie in der ganzen Welt. Und es ist schlicht unerträglich, dass in Deutschland inzwischen weniger Solar ausgebaut wird als in England. Und es ist unerträglich, dass anstatt über wie macht man mehr darüber gesprochen wird, wie macht man noch weniger. Solar ist so billig geworden heute und Solar ist überall verfügbar. Wir müssen es nur machen und nicht aufhalten. Und was hat es denn eigentlich mit dieser Sonnensteuer auf sich? Es gibt einen Vorschlag von Finanzminister Schäuble. Wenn Leute ihren eigenen selbst erzeugten Strom verbrauchen, ja, dann sollten sie doch darauf auch noch die Stromsteuer zahlen. Die Stromsteuer ist eine Steuer zur Finanzierung des ökologischen Umbaus. Und die soll ich jetzt auf selbst erzeugten, selbst genutzten Solarstrom zahlen. Und das macht mir am Ende oder gefährdet mir am Ende die Wirtschaftlichkeit meiner Solaranlage. Es ist heute schon so, dass die Solarziele in Deutschland nicht erreicht werden. Wenn das käme, dann wären wir noch viel weiter davon entfernt, weil noch mehr Leute die Finger davon lassen würden und sagen, oh, diese Regierung, wer weiß, mit was sie noch um die Ecke kommt. Was ist denn Ihre konkrete Forderung an die Politik jetzt? Ja, endlich mal voran. Wir sind das Vorbild für die Energiewende weltweit. Und anstatt zu diskutieren, dass wir es lieber bremsen sollten, abmildern sollten, vielleicht gar nicht mehr weitermachen sollten, endlich wieder voran und sagen, so, das ist die Technologie, die wir stark gemacht haben, mit der wir auch im Ausland auftreten und fördern,
statt immer nur darüber sprechen, dass man doch besser nochmal guckt, wie das mit der Kohle ist. Es gibt ja viele skeptische Bürger, die sagen, mein Gott, Ökostrom wird ja viel zu viel subventioniert. Was sagen Sie denen? Also die Subventionen sind um 70% runtergegangen. Und heute ist es so, dass eine Solaranlage schon für sich wirtschaftlich ist. Die Anlagen sind so günstig geworden, wir haben so viel an der Technologie getan, dass wir den Strom billiger erzeugen können, als er aus dem Netz kommt. Wir können ihn sogar billiger erzeugen, als er aus dem neuen Atomkraftwerk kommt. So, was soll daran jetzt noch teuer sein? Was wir natürlich brauchen, ist Infrastruktur. Wir brauchen eine Speicherinfrastruktur, wir brauchen eine Netzinfrastruktur, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, diejenigen, die am allerwenigsten Speicher und Netz brauchen, das sind die Solarstromerzeuger. Denn den kann man direkt da nutzen, wo man ihn auch gewinnt. Und das allerdings will die Regierung mal wieder blockieren. Und wir sagen, genau das muss man aber fördern. SMA ist ein Solarwechselrichterhersteller. Wir waren die größten in Deutschland, sind weltweit noch aktiv, sind wir da auch noch Weltmarktführer, aber wir haben in den letzten 3 Jahren sehr, sehr viel Mitarbeiter verloren. Wir kamen von 5.000 und sind jetzt bei 2.000 Leuten. Und deswegen für Arbeitsplätze wollen wir demonstrieren, dass nicht noch mehr Arbeitsplätze weggestrichen werden. Wir stehen jetzt hier vom Wirtschaftsministerium, mein Gabriel. Was hat denn Herr Gabriel dazu beigetragen, dass so viele Arbeitsplätze weggefallen sind? Ich möchte es mal so sagen. Er hat seine Wahlgebiet Nordrhein-Westfalen, Steinkohle, dafür tritt er ein und ja, er sieht nur seinen Wahl oder seine Wähler im Fokus und deswegen Gabriel denkt auch nur an seine Lobby, sagen wir mal so. Wir brauchen unbedingt einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, weil sonst kommt es unweigerlich zur Klimaveränderung und das muss unbedingt verhindert werden. Wir müssen die CO2-Ausstoß müssen wir wahnsinnig schnell reduzieren und wir können hier jetzt keine Quote einführen für die erneuerbaren Energien, die den Ausbau der Erneuerbaren dämpft. Es ist keine Kostenfrage mehr, die Technik ist vorhanden, es fehlt nur am politischen Willen. Und was macht ihr konkret in der Oberpfalz für die Energiewende? Wir bauen dort Windkraftanlagen und haben da also Bürgerbeteiligungen. Im Oberpfälzer Windfonds sind über 3000 Leute beteiligt. Also uns geht es darum, dass die Bürger auch profitieren von der Energiewende, dass die teilhaben und das hebt auch die Akzeptanz. Wir haben natürlich das Problem in Bayern, dass jetzt die 10H-Regelung verabschiedet worden ist. Und jetzt kommt dann die Ausschreibung noch mit dazu. Da sehe ich also sehr schwarz, wenn man da nicht gegensteuert. Und dann habt ihr auch noch den Seehofer, ne? Ja, der Horst muss weg. Ich habe ja eigentlich gelesen in der Zeitung, dass der Klimagipfel in Paris richtig gut ausgegangen ist. Also ist doch alles in der Spur, oder? Naja, er ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, weil 2 Grad ist das Ziel. Aber das, was die Länder bisher vorgelegt haben, da landen wir ja bei 3 Grad. Das heißt, wir müssen auch in Deutschland alles viel schneller machen. Also die Energiewende auch schneller voranbringen, Kohle 2030 beenden. Und eigentlich genau das Gegenteil ist, was das jetzt gestern beschlossen wurde. Wir müssen Gas geben, viel schneller vorangehen. Also mal angenommen, ihr wärt auch ins Kanzleramt eingeladen gewesen. Was wäre denn euer Beitrag gewesen? Naja, dass der Braunkohlestrom aus den Netzen muss, weil dann haben wir Platz für die Erneuerbaren. Und die Erneuerbaren ohne Deckel ausbauen. Jo, das war's. Wir bauen Biogasanlagen und ja, wir sind natürlich davon ziemlich stark betroffen. Unsere Arbeitsplätze stehen natürlich auch auf der Kippe. Wir wollen weiterhin Reststoffe nutzen dürfen für Biogasproduktion.
Und das steht auf der Kippe? Also das will die Politik verbieten? Ja, es wird halt immer wieder gedeckelt beziehungsweise irgendwo bestimmte Konzessionen gemacht, sodass die Anlagengrößen, die nutzbar sind, in Deutschland immer kleiner werden. Und wie viele Arbeitsplätze sind da konkret jetzt in Gefahr? Bei uns in Deutschland sind wir, ich sag mal, circa 200 Personen. Was macht denn Biogas eigentlich attraktiv jetzt mal im Gegensatz auch zu Windkraft und Solarenergie? Also gerade Biogas ist flexibel betreibbar, das heißt, wir können Strom erzeugen, wenn es gebraucht wird, wir können auf Anforderungen einschalten. Wir wollen eigentlich eine Erweiterung, also momentan ist die 75 kW-Grenze interessant für die Kunden in Deutschland. Wir wollen aber einfach, dass nach Möglichkeit die Deckelung aufgehoben wird. Wir wollen einfach mehr Biogasanlagen bauen können. Wir wollen die Vergütungssätze, wie sie jetzt sind, beibehalten und am besten auf Anlagengrößen von 150 kW erweitern, die dann wirtschaftlich noch besser darstellbar sind für die Kunden. Ja, der Dirkshof ist ein Unternehmen, wo die erneuerbaren Energien zusammenkommen. Eigentlich ist es ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das ist mein Hof, wo wir seit 25 Jahren für die Erneuerbaren arbeiten. Damals schon mit der ersten Windmühle hinterm Hof angefangen haben. Und jetzt mittlerweile 25 Mitarbeiter. Und wir machen 500 Megawatt Bürgerwindenergie in Deutschland und vor allen Dingen bei uns direkt vor Ort, Bürgerwindpark Reusenköge, einer der größten Bürgerwindparks in der Republik, wo die Wertschöpfung vor Ort stattfindet. Wir sind stolz, dass wir die Landflucht stoppen, dass das Geld in der Region bleibt, die Gewerbesteuer für die Gemeinden und eben auch, dass das Höfesterben bei uns aufhört, weil jeder hat ein weiteres Standbein. Wenn wir das irgendwann nicht mehr wollen, hat es keine Altlast. Und die neue Reform von Herrn Gabriel, die schiebt dem Ganzen quasi wirklich einen Riegel vor. Da sind dann quasi die Bürger, können sich nicht mehr an den Windparks beteiligen. Oder wie sieht es aus? Ja, das ist ja ein Modell, das die Energie wird dann ausgeschrieben. Und da muss man Regeln erfüllen, um daran teilzunehmen. Und die können neu zu gründende Bürgerwindparks in der Form nicht erfüllen. Und neben mir ist jetzt Hermann Falk vom Bundesverband für erneuerbare Energien. Warst du auch im Kanzleramt eigentlich eingeladen? Ja, wir waren letzte Woche im Kanzleramt. Und was war das Ergebnis? Wenig griffiges, genaues. Alle halten sich bedeckt. Das ist die Situation aktuell, dass man noch mitten in der Verhandlung ist. Da wollen weder die norddeutschen Ministerpräsidenten die Katze aus dem Sack lassen, noch die Kanzlerin. Oder die Bundesregierung. Trotzdem haben wir einiges erreicht. Ja, aber hier sind ja ganz viele Leute heute vor Ort, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Ist sie denn berechtigt oder nun nicht? Sie war sehr stark berechtigt, weil allein im Windbereich hätte diese ursprüngliche Planung mit der Weltformel hätte dazu geführt, dass sich der Ausbau teilweise in manchen Jahren auf 10% reduziert hätte. Und dann können die Arbeitsplätze in Deutschland nicht mehr in dem Maße erhalten bleiben. Aber jetzt ist die Weltformel weg und wir hoffen, dass es eine Brücke gibt mit 2800 MW für die Windkraft. Und das kann heißen, dass es zwar nicht einfach ist für die Unternehmen, aber dass doch eine Menge Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es noch eine neue Runde, wo nochmal diskutiert wird, oder? Nun, die Ministerpräsidenten haben sich mit der Bundesregierung noch nicht abschließend geeinigt. Deswegen wird es weitergehen. 8. Juni ist der Kabinettsbeschluss. Dann geht es in den Bundestag und da werben wir sehr stark, gerade im Bereich der SPD und CDU, CSU, dass dann noch die Schrauben gedreht werden, die Ausbaumengen verbessert werden, die Eigenerzeugung möglich wird, dass wir eine regionale Grünstromvermarktung wirklich machen können und dass die Bürgerenergie insoweit auch zum Zuge kommt. Die Ausschreibungen sind Gift für die Bürgerenergie. Ja. Hast du denn Hoffnung, dass die Botschaft von der Demo auch bei den Regierenden ankommt? Ich habe gerade heute Morgen noch mit einem Abgeordneten zusammengesessen und die unterstützen uns teilweise in dem Sinne, macht Druck, zeigt, wie viele Menschen dahinter stehen
Und für solche Abgeordneten ist das wirklich Gold wert, dass wir hier Flagge zeigen. Das wird ankommen. Das, glaube ich, ist auch schon angekommen in den letzten 10 Tagen, dass die Branche mobil macht. Von daher, ja, ich bin optimistisch. Ja, ich habe ja gedacht, ich bin hier auf einer Demo unterwegs, aber ich glaube, ich bin hier auf einer Beerdigung unterwegs. Hier sind 4 Jungs, die einen Sarg zwischen sich her schieben. Was begrabt ihr denn? Wir begraben die Energiewende. Ja, aber warum denn? Die ist doch ganz gut, oder nicht? Nee, leider nicht mehr. Die steht kurz vorm Ende. Aber wer bringt die denn um? Ja, unser Gabriel und unser anderer Dicker, der Altmaier mit einer Staatskanzlei. Wir haben Mörder als Politiker quasi. Naja, nicht direkt Mörder, aber sie helfen ziemlich der Sache nach. Ja, die machen das sehr subtil. Sie machen Gesetze, die dazu führen, dass wir das, was wir angefangen haben, nicht fortführen können. Und Energiewende wäre Zukunft. Und Energiewende würde Deutschland auch weltweit sehr viel bringen, weil wir innovative Technologie exportieren, die andere Länder auch nutzen können und wir davon profitieren. Und jetzt wird aus ganz subtilen Gründen, weil man alte, bestehende Energieformen erhalten will, der neuen Energie alles angelastet, inklusive der EEG-Umlage, was so nicht stimmt. Und das müssen wir der Öffentlichkeit deutlich und bewusst machen. Jetzt liegt sie schon im Sarg, aber gibt es noch Chancen? Jawohl, die Chancen, die gibt es noch. Ganz grundsätzlich, weil wir einfach weitermachen werden und den Leuten versuchen werden, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir die Energiewende haben. Die Erde hat eine begrenzte Größe, die Weltbevölkerung steigt immer weiter. Und wir müssen diese Menschen alle mit Energie versorgen. Das geht einmal nur mit regenerativen und zum anderen nur durch Effizienz und durch Energiesparen. Und das muss allen Menschen bewusst werden. Am Ende werden alle davon profitieren. Auch diejenigen, die jetzt die Energiewende versuchen, kaputt zu machen. Und noch haben wir sie nicht begraben. Also das wollen wir ja verhindern. Deswegen sind wir ja hier. Wir wollen, dass sie nicht begraben wird. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor angekommen. Ihr habt hier gerade die Bühne im Blick gehabt und ich glaube, hier sind so ein paar VIPs hinter mir aus der Politik und ich probiere jetzt mal wen vor die Kamera zu kriegen. Falls es dann sehr laut wird hier auf der Bühne im Hintergrund, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich denke, es sollte alles verständlich sein. Bis gleich. Oh, hier bietet sich für mich jedenfalls ein seltenes Bild, nämlich die beiden Fraktionsvorsitzenden, einmal von Bündnis 90 Die Grünen, Herr Hofreiter und Herr Bartsch von der Linken, zusammen vereint, gleich auch auf der Bühne. Was bringt Sie heute hierher? Uns bringt hierher, dass man die Energiewende dringend retten muss, denn die Energiewende wird gefährdet durch diese Bundesregierung. Diese Bundesregierung hat im Herbst letzten Jahres in Paris entsprechend sich entschieden, die Klimakrise mit zu bekämpfen. Und jetzt, wenn es praktisch drauf ankommt, nämlich praktisch bedeutet, wir müssen raus aus der Kohle, wir müssen raus aus dem Erdöl. Jetzt, wenn es drauf ankommt und wir müssen rein in die Erneuerbaren, macht sie das Gegenteil davon und erweist sich als Schutzmacht für die Braunkohle, erweist sich als Schutzmacht für die Steinkohle, erweist sich als Schutzmacht für die alten Konzerne und gleichzeitig als Abrissbirne für die neuen innovativen Unternehmen, die die Energiewende vorantreiben. Herr Bartsch, sind Sie da einer Meinung? Weswegen sind Sie heute hier? Also ich konnte Toni Hofreiter eben nicht hören, ich weiß nicht, was er gesagt ist, hat, aber ich bin heute hier, weil es leider seitens der Bundesregierung einen Rückwärtsgang bei der Energiewende gibt. Es ist schon mit der ersten Novelle 2012 Negatives entschieden worden, da in besonderer Weise für die Photovoltaik, großer Fehler, 14 negativ entschieden für Biogas, jetzt negativ für Windkraft. Nein, wir verteidigen die Energiewende, gerade wenn man nach Bayern, nach Baden-Württemberg schaut. Es ist dringend notwendig angesichts der Naturkatastrophen und deswegen rein in die Erneuerbaren, deshalb diese Demo hier. Deshalb im Zeichen, im Deutschen Bundestag gibt es Kämpfer für eine Energiewende, ohne dass wir die Probleme leugnen. Es gibt eine Vielzahl von Problemen, mit denen müsste man umgehen. Ich hatte mir leider vom Energieminister versprochen, dass er dort einen klugen Interessenausgleich für die Zukunft schafft. Das schafft er leider nicht. Jetzt mal ganz einfach gefragt, welche drei Dinge müssten in Ihre persönliche EEG-Novelle rein? Also Fakt ist, dass man erstens ein Bekenntnis, das ist das Allerwichtigste, zur Photovoltaik abgibt. Man kann nicht zulassen, oder wie man es bisher gemacht hat, dass eben letztlich China alles niederkonkurriert. Ein ganz wichtiger Punkt, da muss es eine Lösung geben.
Zweitens muss das Ziel, was es gibt, was in Paris, wir haben eine wunderbare Beschlusslage, aber das muss untersetzt werden. Da muss die Orientierung, die ja jetzt schon gering ist, der Anteil der Erneuerbaren, der muss höher werden. Und es muss so auch gefördert werden, dass dauerhaft sie marktfähig sind, die Übergänge geschafft werden und dass der Ausstieg aus Kohle und aus Erdöl geschehen kann. Jetzt sind ja heute sehr, sehr viele Leute von Betrieben hier. Viele Leute haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Ist das berechtigt? Ja, natürlich ist das berechtigt. Und diese Interessen, die dürfen wir nicht ignorieren. Ist doch völlig klar. Erstens muss es auch Interessenvertretung auch in den Unternehmen der Erneuerbaren geben. Und selbstverständlich muss es dort, wo die Großen agieren, Übergänge für die Beschäftigten geben. Es ist ein Interessenausgleich, aber der ist bewältigbar, wenn man das in Konsequenz angeht. Es ist ja so, dass die vier Großen da viel verpennt haben. Und die Millionen kleinen Energieerzeuger, die sind die eigentlichen Klimaschützer. Die müssen gestärkt werden, in die Richtung müssen wir gehen, ohne dass wir hier etwa arbeitsplatzmäßig alles kaputt machen. Das ist auch nicht nötig, das kann man hinkriegen. Jetzt gibt es ja auch ein paar Kritiker, die sagen, die Linke lässt der Kohle noch eine kleine Hintertür in Brandenburg offen. Was sagen Sie denen? Denen sage ich, dass bei Grünen wie bei Linken dort, und zwar im Interesse auch von Arbeitsplätzen, ein klares Ausstiegsprogramm da liegt. Wir gehen raus aus der Kohle, das ist entschieden, das ist Beschlusslage. Da haben wir hin und wieder mit unserem Koalitionspartner Probleme. Aber die Linken ist dort, gerade in Brandenburg, haben wir die Erneuerbaren unheimlich nach vorne gebracht. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Ja, bei der Kohle, alle gleich, 2040 sind wir raus und das ist gut so. Das ist auf jeden Fall versprochen, ja? Das ist versprochen, das ist auch schriftlich niedergelegt mit den Sozialdemokraten. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Auch die Grünen wollen, glaube ich, bis 35 raus. Das nimmt sie alles nicht so viel. Da ist die Linie klar, wo wir hingehen. Dezentral, breit aufgestellt, in Bürgerhand mit ganz vielen Akteuren. Und natürlich kämpfen wir um die 950.000. Die Bundesregierung ist dabei, die Energiewende auszubremsen. Jetzt noch, nachdem sie in der Vergangenheit schon die Photovoltaik und die Bioenergien ausgebremst hat, jetzt 2016 mit der EEG Novelle auch noch den Wind zu deckeln. Und eigentlich hatten wir ja vor kurzem die Klimakonferenz in Paris. Und die macht eigentlich erforderlich raus aus den Fossilen, rein in die Erneuerbaren. Wir müssten also viel mehr und nicht weniger Erneuerbare in Deutschland machen. Die Bundesregierung will aber den Ausbau so reduzieren, dass wir in 2-3 Jahren praktisch null haben. Und das ist keine Energiewende mehr, das ist das Gegenteil. Ja, wie kann man denn da als Opposition eigentlich darauf aufmerksam machen? Weil eigentlich muss die Energiewende ja wirklich ja, 5-mal so schnell durchgedrückt werden, damit wir die Ziele aus Paris auch schaffen. Ja, wir müssen darüber reden, wir müssen so eine Demo machen, wie das heute hier war. Man muss überall in Deutschland klar machen, wir sind längst nicht mehr auf der Welt der Vorreiter, wir sind längst nicht mehr die Spitze der Bewegung bei den erneuerbaren Energien und beim Klimaschutz, sondern wir sind bestenfalls Mittelmaß geworden. Und wenn die Regierung so weitermacht, dann wird es noch schwieriger. Und darüber muss gesprochen werden, da müssen die Menschen noch deutlich machen, die 1,5 Millionen, die eine Solaranlage haben, die vielen Bürgergenossenschaften müssen raus und müssen sagen, nein, wir wollen die Energiewende, wir sind Energiewende und es darf nicht zurückgehen zu dem alten fossilen System mit dem Monopolkonzern. Sie sitzen ja nun selber im Reichstag. Kriegt das die Politik hier eigentlich mit wirklich auch? Ja, also ich glaube, es ist schon angekommen, dass das kein Easygoing ist. Die hatten zeitweise die Vorstellung, sowohl die Abrissbirne der Energiewende, Herr Wirtschaftsminister Gabriel, als auch die Koalitionsfraktionen, insbesondere die Union. Man könnte das mal so klammheimlich hintenrum machen und keiner würde sich wehren. Ich finde es gut, dass es jetzt breiten Protest auf der Straße gibt. Das kommt an. Das zeigt auch, es gibt die Menschen, die hinter der Energiewende stehen und nicht nur die Kohlelobby und die Industrielobby, die um ihre Pfründe fürchtet. Das ist ja genau der Antrieb. Hier soll das Geschäftsmodell der Kohlekonzerne noch ein paar Jahre über die Zeit gerettet werden. Es ist eigentlich sowieso nicht mehr zu retten, aber die versuchen es weiter noch und deshalb sollen die Erneuerbaren ausgebremst werden. Was ist denn Ihre Hoffnung, die so vom heutigen Tag hier von der Demo ausgeht? Also ich glaube schon, dass die Botschaft, dass auch die Koalitionsfraktionen hier auf der Bühne gestanden haben, gemerkt haben, dass man sich dem Protest nicht mehr entziehen kann, dass man sich dem stellen muss. Und jetzt war ja das Treffen im Kanzleramt mit dem Ministerpräsidenten, aber das eigentliche Verfahren im Deutschen Bundestag, das kommt ja alles noch in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich habe die große Hoffnung, dass der ein oder andere in der Koalitionsfraktion, da gibt es durchaus auch Unterstützer der Energiewende und der erneuerbaren Energien, die in letzter Zeit sehr still waren, dass die wieder lauter werden und dass es uns gemeinsam in dem Kraftakt Opposition und Freunde der Energiewende im Bundestag gelingt, noch deutliche Verbesserungen herbeizuführen.
Ja, vielleicht noch als letzte Frage Ihr Kommentar zu der neuen Idee von Herrn Schäuble, zu dieser Ökostromsteuer. Also das ist absolut absurd, dass man jetzt erneuerbare Energien, die man selber braucht, eigenerzeugte erneuerbare Energien mit Stromsteuer belegen würde. Also demnächst gibt es noch eine Steuer fürs Radfahren. Also ich weiß nicht, wo das enden soll. Leute, die so etwas tun, auf solche Ideen kommen, die haben die Energiewende überhaupt nicht verstanden oder wollen sie ganz bewusst kaputt machen, wollen alles das, was wir in Deutschland in der Vergangenheit erreicht haben, im Moment leider nicht mehr so gut sind, aber wollen das abwürgen. Das ist absolut unverständlich. Ich will, dass Menschen ihren Strom selber machen können, dass sie ihn selber erzeugen können, selber nutzen können, klimafreundlich ihre eigene Energiewende zu Hause, im Garten, auf dem Dach, im Keller machen können. Und das muss eine Regierung ermöglichen und nicht durch Strafsteuern belegen. Deshalb hoffe ich, und da gibt es Gott sei Dank gute Anzeichen, dass diese Absurdität verhindert wird, dass es zu diesem Quatsch Stromsteuer auf eigenerzeugte erneuerbare Energien, dass es dazu nicht kommen wird. Hat Herr Krischer selber auch Photovoltaik auf dem Dach? Also ich habe seit dem Jahr 2000 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die ist jetzt bald 16 Jahre alt und erzeuge ungefähr das Doppelte des Stroms, was meine vierköpfige Familie verbraucht, selber. Also insofern habe ich über viele Jahre jetzt auch die Vorzüge der erneuerbaren Energien kennengelernt, habe gemerkt, wie schön das Gefühl ist, wenn man abends auf den Zähler guckt und man hat doppelt so viel Strom produziert, wie man selber verbraucht hat. Das ist nicht nur ein Beitrag zum Klima, das ist auch ein gutes Gefühl, dass man seinen persönlichen Beitrag geleistet hat. So, liebe Freunde, wir sind am Ende angekommen unserer Sendung von der großen Energiewende-Demo in Berlin. Ich steige jetzt hier gerade in luftige Höhen, um mal zu gucken, wie es mengenmäßig so am Brandenburger Tor aussieht. Und ich muss sagen, wir haben heute ein starkes Signal ausgesendet, aber ich finde, da ist auch noch Luft nach oben. Also, bei der nächsten Energiewende-Demo erwarte ich da vorne noch massiv mehr 1000 Leute von euch. Also kommt alle zur nächsten Demo dazu. Macht sehr viel Spaß. Ihr habt gesehen, sind sehr viele nette Leute hier. Und wir gehen jetzt gleich da unten noch ein bisschen feiern, denn da spielt noch richtig schöne Musik. Also bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.